Mahlzeit, mal wieder Zeit, Mahlzeit, mal wieder Zeit für eine kleine Review. Vielen Dank an Player's Choice, Player's Choice Airsoft, dass sie uns dieses Material hier wieder mal zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön. Es handelt sich, ich stehe mal auf, hierbei um eine sogenannte UAR, ein Urban Assault Rifle. Hersteller APS/Hakotsu. Das Ganze liegt hier im oder ist gefertigt im Bullpup-Design. Das heißt, dass das Magazin hinterm Griffstück liegt. Das Ganze sehen wir gleich. Würde aber sagen, wir packen jetzt erstmal aus, bevor wir großartig weiter labern. Wir haben hier eine verstärkte V3 Gearbox, Hybrid-Gearbox, AK-Bauart. So, im Lieferumfang enthalten. Einmal eine Bedienungsanleitung. So. Die Eierschalen hier mal zur Seite. Das Instrument selbst sehen wir uns später an. So, ich hab's gleich. Geduldet euch. Im Lieferumfang noch enthalten. Was haben wir hier? 6 mm BBs. Ich gehe mal von 200 Stück aus. A 0,2 Gramm. So. Zudem haben wir ein Magazin mit 140 Schuss Kapazität. Ja, wir haben hier ein High Cap oder auch Mid Cap, glaube ich, in der Größe kann man es nennen. Dann haben wir ein weiteres High Cap mit einem Fassungsvermögen von 300 BBs. Schön, schön. Weg damit. Irgendwo befindet sich hier drin auch noch ein Reinigungsstab. Da sehe ich ihn. Den muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Kartönchen kommt mal hier beiseite. So. Da ist das gute Stück, die UAR. Selbst, wie ich gerade schon sagte, Bullpup-Design heißt, Magazin wird hier hinten eingespeist, liegt hinterm Griff. Somit haben wir einen relativ langen Lauf und dennoch eine kompakte Bauweise. Eine Besonderheit, die ich hier schon mal erwähnen möchte, ist diese, dass wir die URR sowohl als Linkshänder als auch als Rechtshänder wunderbar bedienen können. Der Ladehebel, welcher sich hier befindet, ist von der rechten Seite bedienbar, kann aber auch ganz easy mit einfachen Handgriffen auf die linke Seite verlegt werden. Hop-up dementsprechend auch rechts oder links einstellbar. So, sieht geil aus, einmal hier drauf, zack, wieder zu der Spaß. Magazin, Auswurfknöpfe haben wir einmal hier auf der rechten Seite, sowohl auf der rechten als auch hier auf der linken Seite. Und ein Magazin-Auswurfknopf befindet sich noch hier direkt vorm Magazinschacht. Der Feuerwahlhebel ist von der rechten als auch von der linken Seite bedienbar. Railschienen unschwer zu erkennen. Einmal eine obere, einmal hier rechts, einmal auf der linken Seite, einmal auf der Unterseite. Der Body ist gefertigt aus Polymer. Und ich denke, die technischen Daten, die wird es am Ende wieder in Textform geben oder in Form einer kleinen Animation oder so, nicht? Ja, so viel dazu. Nicht zu vergessen, dass wir hier die sogenannte Sling Mount ebenfalls auf der linken oder auf der rechten Seite anbringen können. Da kommt dann euer Trageriemen ran an dem Teilchen, ja, an das Teilchen. Ja, das Ganze sieht so noch relativ spartanisch aus. Ich bekam allerdings im Paket noch einiges an Zubehör zugesendet, welches wir im Laufe dieser Review mal an das Teilchen hier dran montieren werden. Die UAR ist weitestgehend ohne Werkzeug zerlegbar. Dazu fummeln wir einfach die oder drücken wir einfach die drei an der UAR befindlichen Splinte mit unseren Fingerchen heraus. Tata, Splint Nummer 1, Splint Nummer 2 fühle ich ist auf dieser Höhe hier angebracht. So, den ziehen wir auch mal eben mit dem Fingerchen heraus. Mir ist ein bisschen warm, entschuldigt, wenn ich schwer atme. So, wo ist Splint Nummer 3? Nummer 3 befindet sich hier hinten am Schaft. So, von der Seite drücken wir ihn einmal rein. Dann können wir ihn hier wunderbar rausziehen. Und dann ist das Teil auch fast schon zerlegt. Allerdings muss ich hier, ich nenne es jetzt mal Flash Hider, da muss ich mit einem kleinen Sechskant mal eben ran, dann werden wir den demontieren und ein bisschen Zubehör auf die UAR draufklatschen. Der Akku befindet sich bei dieser Version, es gibt auch noch eine ältere, bei dieser neueren Version hinten im Schaft. Zack, den Splint haben wir hier gerade rausgezogen am Schaft. Dann können wir das
Teilchen hier auch mit relativ wenigen Kraftaufwand einmal herausziehen. Akku wird hier hinten eingesetzt. Ja, das muss ich euch jetzt hier nicht unbedingt vorführen. Ist der Akku drin, kommt der ganze Spaß wieder einmal hier rein. Rein. Sodele. Da es sich bei der UAR um ein Airsoft-Modell mit unter 0,5 Joule handelt, haben wir hier einstellbar am Feuerwehrhebel einmal den gesicherten Modus. Dann haben wir hier Einzelschuss und sogenannte, ich nenne es jetzt mal wieder Dauerfeuer, ja. Schön, schön, schön. Sehr praktisch, ein zusätzliches Batteriefach bzw. Akkufach befindet sich hier im Griff. Einfach mir hier zwei kleine Knöpfchen zusammendrücken, Teilchen raus, Akku rein, zack, wunderbar verstaut. Puh, so, was hat uns denn der liebe Thomas von Player's Choice Airsoft an Zubehör so mitgesendet? Ja, wir haben hier einmal einen 155 mm Schalldämpfer. Ne, da freut ihr euch ja mal ganz besonders drüber. Wir haben ein Ares Amoeba Midcap Magazin hier vorliegen. Ein Ares Honey Badger Midcap Magazin. So, Flip-Up Sights, welche gleich auf die obere Railschiene gepappt werden, von mir höchstpersönlich. Und wir haben hier einen Angled Forward Grip, ja, den werden wir jetzt auch mal anbringen. So, zuerst einmal muss ich dazu aber hier vorne das Mündungsstück abfummeln. Ich lasse die Kamera mal einfach laufen. Kann sein, dass ich gleich noch schneide. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nämlich nicht gerade mehr, welche Größe ich für das Teilchen hier benötige. Ich nehme mal das kleinste Stückchen hier raus. So, dalle. So. Wir können hier oben einmal, seht ihr genug? Das Teilchen hier rausziehen. Früher hat sich da hinter der Akku versteckt. Da gehört er jetzt aber nicht mehr rein. So. So, wie dem auch sei. Und irgendwo hier befindet sich jetzt das Schräubchen, an welchem ich herumdrehen muss. Allerdings von unten sehe ich gerade. Okay, dann machen wir das doch mal und hoffen, dass wir hier das passende Stückchen haben. So, der ist zu klein. In die Beschreibung schreibe ich euch gleich, wie groß denn euer Schraubenzieher, Sechskant oder Torx, sein muss, um diese Schraube zu entfernen. Ja, am Ende der Review hier, weil der Scheiß hier nicht vermerkt ist. So, komm, haben wir hier das Richtige? Ich habe Widerstand und da kommt das Schräubchen schon. Ja, sehr schön. Merken, der zweite war es. Wenn ich das verliere, dann kriege ich einen auf den Deckel. Reicht das schon zum Abschrauben? Haben wir ein Linksgewinde? Nein, wie bei Gasflaschen haben wir hier kein Linksgewinde, sondern Rechtsgewinde. Macht aber nichts. So, das Mündungsstück wurde jetzt entfernt. Und da ich gerade die ganzen Bolts hier rausgezogen und nicht wieder reingemacht habe, könnten wir das Teil jetzt auch weiter zerlegen. Ich mache es einfach mal, oder? Wir ziehen mal hier dran rum. So. Oh, da muss ich schneiden. Nee, muss ich doch nicht. Da haben wir den Lauf freiliegen. Die Mechanik schauen wir uns nicht an. Darum nicht. So. Dann setzen wir den Spaß mal wieder drauf, was auch relativ einfach machbar sein sollte. Nee. Habe ich auch auf Aufnahme geklickt? Ja, habe ich. Sehr schön. So, lass mich nicht so dumm dastehen. Geh drauf, mein Freund. Bum, 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 bum. So. Wieder draufschieben den Spaß. Ich habe schon wieder gesagt, das schlimme Wort. Entschuldigung. So. Die Bolts pappen wir hier wieder durch, die Splinte. Und ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo der kurze hinkommt. Hier ist es relativ schmal, das heißt, da wird der kurze reinkommen. Und die beiden sind gleich lang, die kommen dann wohl mittig und nach hinten rein. Ganz einfach, braucht man kein Abitur für, ich verspreche es euch. So,
Zakikowski. Den kurzen hier vorne rein. Komm. Ja, zack. Drin ist er. So, weiter geht's. Wir wollten den Schalldämpfer einmal anbringen. Zeige ich euch, wie ich das hier anbringe. Ist relativ uninteressant, ja. Ich habe gar nicht genug Labermaterial, um hier die Montage verbal zu füllen. Ich lasse die Aufnahme aber trotzdem mal laufen. Kann ja hier alles schneiden, wenn mir danach ist. Ich werde mal die Aufnahme testweise nochmal ansehen und dann entscheiden, das war aber langweilig, schneid das mal lieber raus. So, was habe ich gesagt? Wir haben, das heißt, wir müssen hier nach links drehen in diesem Fall. Wunderbar. Aha, jetzt drehe ich wahrscheinlich am Schalldämpfer selbst. Ja, genau. So, dann machen wir das lieber so einmal fest. Schalldämpfer wieder fest drauf. So. So schaut der Spaß mit montiertem. Ich habe schon wieder gesagt, so schaut die UAR mit montiertem Schalldämpfer aus. Sehr schick das Ganze. Ja, ich habe den Finger wie immer am Abzug, wie es sich nicht gehört. So, dann würde ich sagen, machen wir den Frontgriff einmal an die untere Railschiene ran. Wie das geht, weiß ich auch noch nicht. Ich mag das ja immer, wenn die Reviews so ein bisschen weniger vorbereitet sind, ja. Dann ist für mich auch der Spaß etwas höher, die Review zu machen. Weil für mich das Ganze dann selbst noch Neuland ist. So, alles klar. Wir brauchen einen Schlitzschraubenzieher, den ich selbstverständlich nicht vorliegen habe. Schnitt. Da ist das Ding, Schlitzschraubenzieher. So, dann werden wir am Angle Forward Grip einmal hier die Schraube etwas lösen. Muss ich die ganz abmachen und das Ganze raufschieben? Das schauen wir mal. Da lasse ich mich mal selbst überraschen. So, ich probiere das erstmal, dass das jetzt so nicht klappen. Genau, wir müssen einmal die Schraube hier aus dem Angled Forward Grip entfernen. So, aufpassen, da befindet sich nämlich auch noch eine Mutter. Ich weiß nicht, ob die fest ist. Sitzt relativ fest in dem Teil hier drinne. Dann lassen wir sie auch da, wo sie ist. So, und schon ist sie raus. Kaum habe ich es gesagt. Ja, Vorsicht, dass sie nicht verliert. Da ist das Ding. So. Wir schieben einmal den Angled Forward Grip auf die untere Railschiene. Und ich muss mal wieder etwas genauer hingucken hier, damit das was wird. Ach ja je. Ohne Kamera wäre das Leben manchmal leichter. Aha. Das ist aber relativ fest, das Ganze. Aber dennoch werde ich hier wohl nichts falsch machen. So muss das dann wohl sein. So, also er ist etwas schwergängig anzubringen. Der Angled Forward Grip. Ich glaube, der hat sogar noch eine genauere Bezeichnung. Modell 2. Ja. Wollen wir auch mal so genau bleiben. So, drauf ist er. Weiter nach hinten geht er nicht. Wo kam jetzt Mutter rein? Wo Schraube? Das sieht mir nach Schraube aus. Dann werden wir hier links ins Löchchen mal die Mutter stecken. Ja, und wo hat er die Schraube? Da hat er sie. Durch. Und rein das Ding. Wo ist es denn? Ich sehe nichts. So geht's. So, passt, wackelt nicht und hat keine Luft. Sehr schön. Das Teilchen kann ich übrigens hier wieder vorne reinschieben. Das hätten wir nicht unbedingt, beziehungsweise hätte ich nicht wirklich entfernen müssen. War bei dem Vorgängermodell so der Fall. So, so schaut der ganze, die UAR mit Angled Forward Grip Modell Number 2 aus. Ja. Schick, schick das Ganze. Und ich habe wie immer den Finger am Abzug, so wie es nicht sein soll. Ja. So, sieht man noch genug? Ja. Nachher gibt es natürlich noch ein paar Detailaufnahmen, Nahaufnahmen von der UAR. Ja. Die lasse ich hier jetzt aber mal weg. So,
Ein Magazin wollen wir selbstverständlich auch mal einstecken. Wir nehmen dazu das 300 BBs fassende Hi-Cap Magazin, welches sich bereits im Lieferumfang befindet. Ja, das ist doch schon recht schick jetzt das Ganze. Wenn ich nicht im Weg wäre, seht ihr genug. Nachher gibt es nochmal Detailaufnahmen. Ja, sehr schick das Ganze. Flip-Up-Sides haben wir noch. Die kommen jetzt drauf. So, die haben wir hier im Tütchen. Und da schauen wir doch mal, wie die anzubringen sind. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Selbstverständlich über Player's Choice Airsoft auch zu beziehen, das Ganze, was ich hier vorstelle. Ja? Ich schreibe euch einiges noch in die Videobeschreibung, ja, mit Link zum Shop. So, wir haben hier ein Sechskant-Schräubchen, welches gelöst werden muss, um die Flip-Up-Sides an der oberen Rail-Schiene zu befestigen. Entschuldigung. Und selbstverständlich habe ich keinen Sechskant in der Größe vorliegen. Moment bitte. Frisch verkabelt melde ich mich zurück samt Inbus Sechskant in der passenden Größe. Wir haben hier bei den Flip-Sides einmal Sides, das ist mein Stuhl, der diese komischen Geräusche macht. Einmal Kimme, werdet ihr eh nicht sehen, so wie ich das erkenne. Und einmal Korn, schön auseinanderzuhalten. Ich denke, das Ganze wird, wie wird's denn? Moment. Da sind wir wieder. So, und ich denke, jetzt weiß ich auch, wie rum die Teile auf die Rail-Schiene kommen. Ich mache das einfach so, dass die Einstellschraube fürs Korn, die befindet sich hier an der rechten Seite von diesem Flip-Side, auch montiert auf der rechten Seite sein wird. So, wir beginnen aber mit dem Korn. Kimmel Korn. Sodele. Schraube lösen. Mit etwas Glück kriegen wir das Ganze schon. Das ist der Stuhl, der so komische Geräusche macht. So hier rauf. Wie mache ich das jetzt am besten? Machen wir es so. Muss ich das Ganze rauf schieben? Ja. Schräubchen ins Löchskin. Da bin ich. Ich werde Licht am Kopf oben. Leider Gottes bleibt mit dem Alter bei manchen Menschen nicht aus. Muss ich mit klarkommen. So. Festgezogen das Ganze. Zack. Nicht zu fest. Wie heißt es doch so schön? Nach fest kommt ab. So, dann können wir die Flip-Sides bei Bedarf einmal hier zack hochklappen. Kimme nicht, sondern Korn. Und hier die Kimme. Wunderschön. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal so. Am Ende dieser Review wunderschöne Nahaufnahmen. Ja, das macht doch schon was her, oder? Schick das Ganze hier mit dem montierten Zubehör. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ja, ein ordentliches Fazit abzugeben fällt natürlich etwas schwer, wenn wir noch keinen Schusstest mit dem Teilchen hier durchgeführt haben. Dieser wird allerdings folgen. Ob ich den mache oder der Dennis, wird sich dann noch zeigen. Schön an der ganzen Sache ist hier, dass wir mal wieder ein ordentliches Gewicht haben. Das Teil in diesem Preissegment, beziehungsweise trotz des relativ geringen Preises von 189 Euro, wirklich eine ordentliche Leistung liefert, eine ordentliche Gearbox verbaut worden ist bei dem Ganzen und wir hier sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder brauchbares Modell vorliegen haben, kann ich nur schon mal positiv darüber sprechen. Klar, die vielen Railschienen ermöglichen das Anbringen von massig Zubehör, ja, und so weiter und so fort. Ihr seht es ja immer gerne, wenn man vorne ein Gewinde hat, an welches man einen Schalldämpfer anbringen kann. Dies ist hier auch gegeben. Ja, der Body aus Polymer sieht vielleicht nicht ganz so toll aus wie der von unserem G36, was wir vorher hatten. Ich finde aber, also bitte, ja, passt. In der gesicherten Stellung fiel mir auf, dass man
mit der Hand an den Feuerwahlhebel stößt, dachte ich erst, fühlt sich nicht ganz so toll an. Allerdings das Schöne ist, ihr wisst gleich, in welchem Modus ihr bei dem Teil hier seid. Ihr spürt also sofort, ob es gesichert ist oder nicht. Ja? Und nehmen wir dann einmal hier beispielsweise, stellen wir auf Einzelfeuer das Ganze, ist der Feuerwahlhebel auch nicht mehr im Weg. Richtig schön. Wer das Schwarz nicht mag, kann zum gleichen Preis von 189 Euro bei Player's Choice auch die URR in Beige erwärmen. Vielleicht blende ich ein Foto ein, vielleicht auch nicht. So, die URR liegt relativ ordentlich in der Hand. Ich habe mal wieder meinen Finger im Abzug, so wie es nicht sein soll. Wer Interesse an dem Teilchen hat, bitte besucht einfach mal den Shop Player's Choice. Link in der Videobeschreibung. Hier werde ich auch im Bild irgendwo den Link bzw. die Adresse nochmal einblenden. Wir sehen uns spätestens wieder beim Schusstest, der folgen wird. Ich bin da mal raus. Wollte aber noch irgendwas sagen, deswegen haue ich gerade hier ein Ö nach dem anderen rein. Was wollte ich ja noch sagen? Ja, jetzt gibt es noch die technischen Details im Anschluss und ein paar Nahaufnahmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis die Tage. Tschüssikowski. So, ganz fix ein paar technische Daten. Die URR 501B hat ein Gewicht von 2460 Gramm. Die Länge beträgt 640 mm. Und verbaut ist mal wieder eine verstärkte V3 Metall-Gearbox Hybrid. Jetzt noch ein paar Nahaufnahmen. Viel Spaß dabei.